Ihr wollt wissen, was ich hier jetzt verkabel? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir denn hier den ganzen Spaß in die Maschinen reinkriegen. Also bevor wir den Adventskalender gemacht haben, haben wir ja so ziemlich alles verdrahtet. Ich meine, hier fehlen noch ein paar Sachen, offensichtlich. Da ich aber gerade nicht ganz so den Überblick habe, was wir noch alles brauchen und wo noch was hin muss, was kommt denn da runter? Habe ich da hingesetzt, das runter? Nee, egal. Wir ziehen jetzt erstmal das durch, was ich vorhatte. Und zwar gehen wir mal einmal in unseren Kontrollraum rauf. Beziehungsweise schweben dahin. Decke. So, hier hoch. Darum. An dem Kollegen vorbei, an dem Kollegen vorbei. Und dann müssen wir irgendwie hier rein. So. Wir haben den ganzen Spaß hier aufgeteilt in West und Ost. Und hier sieht das ja so aus. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Stunden. Okay. Da fängt das erste Problem schon an. Ich brauche 45 Schalter. Theoretisch. Habe aber nur 44. Das zweite Problem ist, ich habe mehr Maschinen auf die Westseite gelegt, als auf die Ostseite. Das heißt, wenn ich mir das so aufteile, wie ich mir das gedacht habe, bin ich bei 18 Maschinenparks auf der Ostseite und 27 auf der Westseite. Der ist ein bisschen ungünstig. Und deswegen, ich muss irgendwie auf 44 kommen, was wirklich gar kein Problem ist. Da gehe ich einfach hin an irgendeiner Stelle, zwei Sachen, die hintereinander gehören. Ich sag mal, die Kupferbarren und die Kupferbleche, die hänge ich dann halt an eine Sicherung. Das wäre eine Möglichkeit. Oder eben die beim Aluminium. Von Aluminium Solution auf Aluminium Scrap oder so. Das ist nicht das Ding. Da einen rauszukriegen. Also muss ich letztendlich irgendwie vier Dinger auf die andere Seite rüber. Ich habe mir hier eine Excel-Tabelle gemacht. Eine lustige. Und meine Frau wird sich wieder kaputt lachen, weil ich sage, ich habe für ein Computerspiel eine Excel-Tabelle angelegt. Die versteht uns nicht. So. Also hier hätten wir die Kupferbleche und da die Kupferbarren und da die Kupferbleche. Wie gesagt, das könnte man miteinander verbinden. Oder von mir aus auch Kupfer und Eisen. Wobei Eisen habe ich ja sowieso schon separat gehalten. Es wäre halt die Frage, was wir so hier in dieser Mitte, wo man quasi noch so ein bisschen hin und her argumentieren könnte, ja, das ist ja mittig und deswegen kann man das auch mal darüber legen, was wir denn da so haben. Und vor allem, was wir dann eher auf der Westseite angelegt haben. Plumps, da bin ich runtergefallen. Aua. So, wir haben hier die Stahlbetonträger. Die haben wir schon auf der Seite. Das ist gut, weil die stehen auch auf der Seite. Was ist mit dem Zeug hier? Eisenplatten. Iron Plates. So, die haben wir auch schon auf die Seite gelegt. Jetzt wären Iron Rods noch interessant. Wenn ich die noch finde, was machen wir hier? Verstärkte Eisenplatten. Verdammt, wie heißen die denn jetzt nochmal auf
Englisch. Wir haben die Sachen natürlich aus diesem Plan rauskopiert und dementsprechend sind die Wörter alle Englisch. Ja, wie heißen sie denn? Reinforced Iron Plate. Den hätte ich auf der Westseite. Was ist denn, wenn ich den rübernehme? Was brauchen wir denn dafür? Eisenplatten und Gummi. Die Eisenplatten kommen von links, also von Ost. Das Gummi kommt von Ost. Easy. Also, Reinforced Iron Plate. Du gehst dort rüber und gehst hier raus. So. Das haben wir schon mal uns gedacht. Also, wie gesagt, das ist jetzt alles nur in meiner Liste. Aber wir müssen das irgendwie so organisieren, dass es klappt. Wir haben hier, was kommt hier an? Dass hier die Iron Rods sind. Okay, Leute. Also, diese komplette Verarbeitung mit dem Eisendönse, beziehungsweise hier ist ja in dem Fall Stahl, aber war halt auch mal Eisen. Die ziehe ich einfach schon mal sicherungstechnisch auf die, oder schaltertechnisch auf die andere Seite. Das heißt, da auf 0, da auf 1. So, ich muss noch zwei Dinger finden. Wir haben wie gesagt, und dann das andere packe ich halt zwei zusammen, die sowieso auf der gleichen Seite sind. Wäre irgendwas, was wir auf der rechten Seite haben, hier auf der, so sage ich eigentlich immer rechts, auf der Westseite. Was ist mit modularen Rahmen? Die werden aus den Sachen, die wir gerade auf die eine Seite gepackt haben, zusammengebastelt. Wo haben wir sie denn? Modular Frames. Modular. Das wird dann alphabetisch sortiert hier. Ja, komm. Darüber. Da. So. Warum? Habe ich ihn jetzt falsch gemacht, weil irgendwo ist jetzt einer. Ich gucke gerade immer da. Iron Rods habe ich vergessen auf 0 zu setzen. So. 224 zu 21. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich muss noch einen finden. Einen. Einen muss ich noch finden. Der wird schon auf der anderen Seite liegen. Beton, Concrete, liegt schon auf der Seite, okay. Das da unten liegt definitiv auch auf der Seite. Das ist das Einzige, was fehlen tut. Könnte ich unten sein, aber hier unten ist nichts mehr. Was ist denn, wenn ich den Quarz darüber lege? Ist das, was ich eigentlich am wenigsten da rechtfertigen könnte, aber was am ehesten passen würde. Und die haben wir sowieso separat laufen momentan, noch gar nicht am Schaltkreis. Gut, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die einfach. Ja, komm, lauf halt. Überhaupt nicht über den Schalter zu legen, was eigentlich totaler Quatsch ist. Aber ey, mein Gott, dann ist es halt so. Also. Wir packen. Quarz nehmen wir aus dieser Rechnung raus. Dann haben wir schon mal. Auch wenn mir das bei der anderen Problematik nicht hilft, aber jetzt haben wir wenigstens dann schon mal
hat so gelöst, dass wir 22-22 haben. Jetzt muss ich nur noch einen Punkt finden, was könnte ich sinnvoll auf die andere Seite legen. Ich meine hier unsere, wie hießen sie, Plutonium Cells? Nein, ist die Encased Uranium Cells? Müsste sein, irgendwie sowas. Ja genau, die habe ich schon da auf der Ostseite liegen. Und wo sind die 10 Manufacturer? Da unten die Uranium Fruit Loops, genau, die Uranium Fruit Loops. Fuel Rods, die habe ich auch auf der Seite liegen. Also das ist schon mal kein Problem. Die kriege ich nicht auf die andere Seite. Wenn ich... Ja, macht keinen Sinn, da hinzulegen. Alles andere liegt wirklich auf der... Nicht Quickfire, wie heißt das hier? Hätte es mir anders sortieren sollen, sodass ich wirklich erstmal die Rohstoffbeschaffung auf der einen Seite habe, dann wäre das jetzt ein bisschen einfacher. Katerium. Macht das Sinn? Beacons machen keinen Sinn. Wir legen uns die Ethereum-Dinger darüber. Dann haben wir 22-22. Das ist doch schon mal schön. So, was sagt eigentlich mein Inventar? Mein Inventar sagt, ich bin ziemlich leer. Das ist auch. Jetzt hätten wir die Möglichkeit. Was wollen wir machen? Eigentlich hätte ich gesagt, wir fangen jetzt an mit der Verkabelung. Aber wir können natürlich auch gucken, dass wir erst noch die Bänder wirklich fertig kriegen. War das hier... Ja, da geht der Stahl rein, ne? Weil hier drüber sind die... Da geht das hoch. Zu denen und dann geht... Ja, okay. Das heißt, das hier ist mein Punkt, wo die Stahlbarren reinkommen. Dementsprechend kümmern wir uns jetzt erst da drum. Okay, also wir kümmern uns als erstes darum, dass wir alles voll kriegen. Auch wenn das nicht ganz dem entspricht, was ich ursprünglich mal gesagt habe. Aber ich brauche Material. Ich brauche Platten. So. Die brauchen wir nicht. Ich brauche Kabel. So, dann geht das los. Stangen waren relativ weit hinten. Nicht runterfallen. Da sind die Stangen. Da ist Draht. Den können wir auch mal mitnehmen. Ich frage mich gerade, ob ich... Hatte ich hier irgendwo Turbodraht? Wenn die gemischt waren, gucken. Aluminium. Oh. Hä? Ich habe einen kompletten Zug hier rein entladen. What the fuck? Warum bist du denn jetzt nur voll, aber die anderen beiden nicht? Du läufst noch da hinten durch den ganzen Shit. Stimmt ja. Die sind ja bestimmt dann irgendwie hier hinten bei den letzten angekommen, bei dem hier oder so. Und laufen jetzt von dem erstmal hier rüber. Da muss der ganze andere Scheiß noch durch. Wahrscheinlich hier drin. Nee, da nicht. Da auch nicht.
liegen die und immer nur so ein bisschen, ja, wenn gerade was anderes da reinkommt, klar, das dauert. Das war eine doofe Idee. Macht aber nichts. Muss erstmal der Scheiß raus. Jo. Ich verstehe. Weil ich anderen Kram noch produziere, der da reingeht. Aber ich will das halt auch nicht stoppen. Okay. So, wir haben erstmal ein bisschen Material. Damit kommen wir erstmal ein Stückchen. So. Den Stahl lassen wir hier rauslaufen. Nein, der war falsch, natürlich. Geht ja schon wieder gut los. Da fällt mir gerade noch was anderes ein. So. Da ist Soundtrack. Ist auch schön, dass man die ganze Zeit sich einen Soundtrack aus einem anderen Spiel anhört, weil den, wenn man den besser hält, obwohl die sich hier echt Mühe gegeben haben, da muss man ja mal was sagen. Aber die ist einfach... Gefühlt haben sie sich da mehr Mühe gegeben. Oder ja, vielleicht entspricht es auch einfach mehr dem, was ich sowieso hören würde. Blätong fehlt mir. Wo haben wir Blätong? Jetzt, dass ich nicht irgendwie den Stahl noch mal woanders brauche, wobei das ist hier so nah dran, das kann ich dann auch definitiv darüber ziehen. So. Du, Kollege, musst jetzt leider mitkommen. Bis wir hier eine Linie finden. Die da hier sein dürfte. Genau. Zack. Zack. Und da geht's raus. Vielleicht wäre es ja clever, das schon mal laufen zu lassen. Das würde aber eine Menge Arbeit bedeuten. Weil da müssten wir jetzt die hier verbinden, was ja relativ zügig geht. Ne? Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger. Das heißt zwei Masten, die zusammen irgendwie nach da vorne bringen. Irgendwo haben wir dann da den... Punkt, wo es runterkommt, das müsste ich mir oben nochmal angucken. Was? Genau, hier kommen die an, das heißt, ich kann hier drunter mal eben aufmachen. So, hier kämen die raus. Crap, ist das hier alles? Also da kommt der... das geht sogar perfekt dazwischen durch. Ah, fast perfekt dazwischen durch. Das ärgert mich ja schon ein bisschen. Weil das geht gar nicht. Oh, shit. Da überlege ich mir noch was. Der Kollege müsste hier einen Schlenker machen. Einmal drumherum. Der soll da rein. Das heißt, ich könnte den auch von oben runtersetzen.
hier sogar schon Waren drauf. Okay. Ich könnte den von da aus runtergehen lassen, hier rüber und dann... Ich muss ja nur das Stückchen hier rüber. Das kriegen wir hin. Das werde ich nicht jetzt machen, aber das kriegen wir noch hin. Dann haben wir da das nämlich zu. So, gucken wir mal, wie wir das hier hinkriegen. Autodraht habe ich sogar dabei. Auch nicht schlecht. Da reicht ja dann sogar. Ich habe gesagt, 6 Stück, ne? Da reicht einer. Dann können wir auch mal ausprobieren, ob der ganze Spaß überhaupt funktioniert, weil ich mir das gedacht habe. So. Runter. Jetzt ist die Frage, wie machen wir's? Wir gehen in dem Fall... Ja, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Das werde ich dann auch tun. So. Gut dahin. Die müssen wir eh noch mal ein bisschen zusammenbasteln. Passt schon. Wir brauchen so einen. Setzen wir dann dahin und gehen damit da dran. Okay, also so schlecht geguckt habe ich da nicht. Bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit. So, jetzt gucken wir einfach mal, wie das hier läuft. Wenn ich den jetzt nehme und wo steht's? Jetzt muss ich einmal nach oben fliegen und gucken, wie ich die da dran gesetzt habe. Da hatte ich mir ja extra Gedanken zugemacht. Okay, sie sind ja nicht so nah drin, sondern die sind ungefähr, also sind direkt in dieser Linie hier. Die ist hier natürlich so nicht... Doch, du gehst dorthin. Von da aus hätten wir dich gerne erstmal dahin. So, dann hätten wir dich gerne dahin. Ich könnte ihn jetzt direkt anschließen. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Das heißt, jetzt müssen wir gucken. Angeschlossen ist der da dran. Der macht den. Der geht darüber und ist an diesem Kollegen dran. Du bekommst Stahlbarren. Funktionsfähig, ist eingeschaltet. Aber keine... Habe ich mich so jetzt verguckt? Weil der geht da dran. Der geht dort dran.
Und ich kann das von hier aus nicht sehen. Schade. Also. Moment mal. Ist es so einfach? Ein bisschen enttäuscht, dass hier nichts über 100 steht, aber okay. Ich sehe halt keinen... Doch, da ist der Anstieg. Okay. Keine 100. Easy. So, hier lang. Das heißt, wenn ich hier jetzt runterfalle, oder runtergehe, besser gesagt, sind die Kollegen an, bekommen aber noch keine Kohle. Natürlich bekommen die keine Kohle, weil die brauchen Petrolkoks. Und Petrolkoks habe ich noch nicht angeschlossen. Weil, das kriege ich so einfach nicht hin, weil da muss da hinten der ganze Park angeschlossen sein. Okay, easy. Aber ihr bekommt Strom. Das ist gut. Da ist auch Eisen schon reingelaufen. Das ist noch besserer. Ja, ich habe genau dieses Wort gerade benutzt. Ich weiß. Das. Aber grundsätzlich, meine Idee hier funktioniert. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt schaffe ich das in der Zeit, die wir noch haben, definitiv nicht da hinten den Spaß zu machen. Deswegen machen wir doch eben dieses hier. Das ist ja jetzt nicht so ein Problem. So. Oh. Das ist ein Problem. Wie machen wir das denn jetzt? Ich habe eine Idee, wie wir das machen. So. Hier kann ich den ohne Probleme hinsetzen. Mittig. Dann brauchen wir den, der oben reingeht. Und dahin läuft. Und du musst von dort aus... Nein! Okay. Bis dahin gehen, um dann dort reinzukommen. Dann kommst du weg und du weg. Wir nehmen dich hier, packen dich da dran und setzen dich dorthin. Dann haben wir das wieder auf der gleichen Höhe. Du kommst weg, du kommst weg. Dich nehmen wir. Wir packen dich dahin. Machen dich weg. Dich weg. Holen dich. Und haben wir den Spaß doch noch repariert. So, das heißt, ich kann jetzt hier meinen Bereich auch dicht machen. Einzig Doofe, was ich gerade getan habe, war, dass ich hier... Genau. Diese Wand gezogen habe. Was aber nicht das Problem ist. Die nehme ich jetzt einfach hin. Schnappen uns die. Eins, zwei, drei, vier. Das gleiche machen wir hier. So, und dann können wir jetzt diese Wände nehmen und runterziehen. Und hier auch, dann sieht es immer noch so aus, als wäre das daran gebaut.
Damage. Machen wir von oben. Und lassen den untersten offen. Dann kommt man hier auch rein und raus. Und... So. Ja, wunderbar. Da haben wir das hingekriegt. Also, die erste Maschine würde laufen, wenn sie alle Ressourcen bekommt. Sehr gut. Sobald die loslegen, kriegen wir den Stahl, der da oben hoch muss. Das heißt, beim nächsten Mal... Ja, was machen wir beim nächsten Mal? Wir haben die ja quasi soweit fertig angeschlossen. Die kriegen auch grundsätzlich von oben da schon angeliefert. Was ist mit euch? Ihr braucht... Ah. Stickstoff. Und ich habe noch das ganze Wassergedönse zu tun. Wir werden uns beim nächsten Mal drum kümmern, dass wir hier den ganzen... Also hier alles reinpacken. Oder zumindest schon mal entsprechend vorbereiten. Das heißt, guck mal, das ist eine gute Idee. Beim nächsten Mal bauen wir hierfür einen Manifold, den ich euch wieder hochladen werde. Und dann machen wir das Ding, bauen wir die Dinger hier dran. Ich werde dann einen machen, der wirklich vier belegt. Auch wenn wir hier nur drei Ressourcen brauchen. Aber... Entweder kann man einen abbauen, wenn man das unbedingt will, oder man hat halt die Dinger da stehen, gut ist. Aber dann hätten wir das nämlich schon mal fertig. Der Spaß wäre drin und wir können... dann überlegen, ob wir die auch direkt anschließen wollen. Kämen dann quasi von da dran. Das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen die Frage, wie lassen wir, aber gut, um so einen Kasten drumherum zu bauen, ist jetzt nicht so schwierig, oder das intern anders zu verkabeln, auch nicht so ein Ding. Okay. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit, macht es gut, Käffchen.